Ferrari denn zu uns nach Hause ins Wohnzimmer? Ich denke mal, die Frage stellt sich weltweit jeder, ob jung oder alt. Und wie das vonstatten geht, das schauen wir uns jetzt mal etwas genauer bei Carrera an. Herr Stadelbauer, ich grüße Sie. Hallo, grüß Gott. Hallo, willkommen. Kommen Sie hier bei der Messe überhaupt noch zum Spielen? Ich nehme die Zeit manchmal einfach, weil es unglaublich viel Spaß macht. Ja, das schalten Sie dann auch mal ab für 5 Minuten. Genau, oder? So ist es. Ja. Ja. Sie leben Carrera. Was haben wir denn dieses Jahr hier auf der Spielwarenmesse Neues? Ja, wir haben wie jedes Jahr eine bunte Palette an Neuheiten. Es ist auch diesmal etwas für die ganz Kleinen dabei und natürlich auch für alle diejenigen, die Carrera als Hobby betreiben. Ob das der neue Ferrari 488 ist oder auch Modelle, die von den Fans speziell gewünscht wurden, nämlich BMW M1. Da gehen Sie auch drauf ein. Da gehen wir drauf ein. Da gibt es Abfragen im Internet über unseren Club. Und das ist so ein bisschen wünscht ihr was und wir versuchen, das dann auch umzusetzen. Was hat sich denn in den letzten 30 Jahren verändert? Wir fahren ja mit 25 km/h Geschwindigkeit, also das ist sehr, sehr schnell. Und was sich aber geändert hat, ist die Technik, die sich im Fahrzeug befindet, die sich abseits der Strecke befindet, in der sogenannten Blackbox. Hier hat sich sehr, sehr viel geändert, digitale Technologie. Wir haben Sektorenmessung, wir haben Telemetriedaten, die wir auf einen App übermitteln können. Also Carrera ist sehr, sehr nah am realen Motorsport dran und das wollen wir auch in der Zukunft noch weiter ausbauen. Jetzt juckt es mir schon die ganze Zeit in den Fingern. Jetzt würde ich auch gerne mal fahren mit Ihnen. Hier ein kleines Rennen. Geht das? Ja, selbstverständlich. Ja? Ich bin immer für ein Duell zu haben. Aber damit Sie gute Chancen haben, gebe ich Ihnen jetzt unsere beste Waffe. Okay. Ferrari 488 GT3. Das ist ein Mit dem sollten Sie eigentlich gewinnen. Ist das ein Vater-Sohn-Ding oder sind auch die Mädchen und die Mütter da sehr rennwagenaffin? Naja, von der Affinität her, glaube ich, ist es schon ein eher maskulineres Thema. Aber jede Dame, die auch irgendwo begeistert ist am Motorsport, ist natürlich herzlich eingeladen und ich glaube, die Männer freuen sich, wenn sie eine charmante Gegnerin haben auf der Piste. Carrera ist eines der wenigen Produkte, wo eben mehrere Generationen, ob Kinder, Erwachsene, Großeltern, auf einem gleichen Level Spaß haben können miteinander. Ja. Wir versuchen natürlich auch Schienenteile herzustellen, die verschiedene strategische Möglichkeiten bieten. Ob das Engstellen sind, ob das Weichen sind, Spurwechsel. Also hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, eine normale Strecke noch interessanter zu machen. Es macht auf jeden Fall noch sehr viel Spaß, aber ich glaube, da sind noch einige andere Neuigkeiten, die Sie hier für uns haben, gell? Richtig. Wir haben einen Abschleppwagen, einen Wrecker, wo ich meine Carrera-Autos abtransportieren kann auf der Strecke, sogar mit Sound. Und der ist so toll, den sollten wir uns jetzt anschauen. Den schauen wir uns jetzt mal an. Bitteschön. Dankeschön. Dürfen Sie Abschleppwagen fahren? Das hier ist der Abschleppwagen, oder? Richtig, das ist unser Wrecker. Den haben wir speziell entwickelt, dass nahezu alle Carrera-Fahrzeuge im Falle einer kleinen Panne auch von der Strecke abtransportiert werden können, so wie es sich gehört. Und damit es auch realistisch ist, haben wir einen Sound hineingegeben. Den horchen wir uns jetzt einmal an. Den können wir auch mal hören.